Moin moin ihr Füchse, ich lese wirklich immer häufiger von Programmierern, die ihre Ideen nicht umsetzen können, weil sie keine Grafikskills besitzen. Gut, meine Programmierkenntnisse sind jetzt auch nicht die besten, allerdings würde ich schon simple Dinge umsetzen können. Und genau das ist der Punkt, simpel. Ich denke, ihr geht einfach nur falsch an die Sache ran und darauf möchte ich in diesem heutigen Indie-Talk mit euch eingehen und euch beweisen, dass selbst der unkreativste Mensch dort draußen modellieren kann. Wenn ihr ein Dev seid und jetzt immer noch verheult vor Blender hockt, dann wird es jetzt Zeit, Blender zu öffnen und mit dem Video zu beginnen. Viel Spaß! Das erste Thema, was ich gerne ansprechen möchte, sind 3D-Charaktere in Blender. Ihr müsst nicht skypen können oder ein mega High-Resolution-Model euch modellieren für eure Spielideen. Wie gesagt, denkt einfach ganz simpel. Denkt zum Beispiel an Minecraft oder an andere Isometric-Games oder Foxy-Games und macht euch einfach so einen Cubic-Charakter, wie ich es hier zum Beispiel gerade zeige. Sowas ist einfach simpel, sieht schön aus und ihr könnt ihn wirklich, wirklich sehr leicht animieren. Hey, that's pretty good. Eine weitere richtig coole Variante eines 3D-Charakters sind die Conies. So habe ich sie zumindest damals getauft in einem Livestream. Eventuell hat es der eine oder andere gesehen. Und alles, was wir dafür verwenden, ist einfach eine Cone, wo wir die Vertices auf 6 ändern und ihr nehmt für den Kopf eine Cone, dann duplicatet ihr euch das Ganze, macht für den Körper einen Cone, dann duplicatet ihr die Cone vom Körper noch einmal, scaled den ordentlich rein, dass ihr 2 Beine bekommt und dann könnt ihr gerne den Kopf noch etwas anwinkeln, weist eure Farben zu und schon habt ihr einen mega stylischen Charakter, den ihr auch wirklich sehr leicht animieren könnt. Wer sich an die alten Port Empire Charaktere erinnert, wird bemerkt haben, dass sie so einen Hexagon-Look hatten. Also machen wir den jetzt auch nochmal, diesen Charakter. Es ist dasselbe wie beim Cubic-Charakter, nur dass wir einen Zylinder mit 6 Seiten verwenden, also sozusagen ein Hexagon, und macht einfach einen Kopf, einen Körper und die Beine unten dran und schon habt ihr einen Hexagon-Charakter. Jetzt können wir noch mal ganz kurz auf die Vegetation eingehen, zum Beispiel Bäume, und da geht es auch wirklich, wirklich simpel mit einem Cube. Einfach sozusagen die Baumkrone machen und dann darunter den Stamm, 2 verschiedene Colors und schon habt ihr einen wirklich simplen Baum. Hier könnt ihr natürlich auch eine Stylized-Variante machen, indem ihr einfach eine Cone euch packt, die Vertices auf 4 ändert, rotiert das Ganze auf der Z-Achse einmal um 45 Grad, dann macht ihr euch die Baumkrone wieder, den Stamm dazu und schon habt ihr einen Stylized-Tree, der wunderbar in Isometric Games funktioniert und wirklich sehr, sehr schnell erstellt ist. Und wie du siehst, du brauchst keine Blender-Skills, um stylische und simple Assets im Blender zu erstellen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und es hat dich vielleicht sogar motiviert und inspiriert, an deiner Spielidee zu arbeiten. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.